Vanille-, Zimt- und Lebkuchengewürz. Der Duft von frischen Keksen ist in der Adventszeit nicht wegzudenken. Viele junge Patienten der Kinderklinik müssen darauf leider verzichten. Um die Kinder dennoch auf Weihnachten einzustimmen, gab es im Dezember ein besonderes Highlight. Tiroler edle Schokoladier Hans-Jörg Haag hat zum Plätzchenverzieren in die Kekswerkstatt eingeladen. Na, ich denke, in der Vorweihnachtszeit die Kinder abzulenken, dass gute Kekse mit einer noch besseren Schokolade, der Tiroler Edlen, verfeinert und verziert werden, ist eine ganz tolle Aktion und Idee. Und jetzt wissen wir alle, Lachen macht gesund, Schokolade macht lustig, also dann schließen wir daraus, dass Schokolade und die Tiroler Edle besonders auch unsere Kinder schneller gesund macht. Der Konditormeister hat frisch gebackene Kekse, Zuckerguss und anderes Dekomaterial mitgebracht. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Es wurde in Schokolade getaucht, mit Marmelade bestrichen und bunt verziert. Nicht ohne die süßen Naschereien im Anschluss ausgiebig zu probieren. Also auf die Idee sind wir im Sommer gekommen, wo ich schon mit der Schokoladenwerkstatt da war. Dann haben wir gesagt, da könnte man mal so eine Weihnachtsbackstube machen, Kekseln verzehren. Weil mich gefragt hast, die Lieblingssorte, die ist einfach mal Mürbeteigkekse mit Marmelade. Und was wir das Besondere haben, das ist einfach ein tragbaren Weihnachtsstern.